Westfalen. Spitzenspiel dort, Arminia Bielefeld gegen den VfR Sölde. Der zweite gegen den ersten. Die Arminia zu Hause noch ungeschlagen, Sölde auswärts unbesiegt. Und beide Mannschaften bisher erst eine Niederlage in der gesamten Saison. Ob eine der Serien riss heute, das alles sagt Ihnen Jan Möller. Beim heutigen Gipfeltreffen der Amateur Oberliga Westfalen ruhten die Hoffnungen der Bielefelder auf diesen Mann. Uli Gehr, ehemaliger Mittelfeldregisseur von Preußen Münster, er soll den Weg in Richtung zweite Liga weisen. Auch heute wieder eine gut besuchte Bielefelder Alm. Rund 6000 Zuschauer wollten diese Spitzenbegegnungen sehen. Und die gastgebende Arminia, ganz in Blau, machte gleich von Beginn an Druck. Die erste Minute, ein Schuss von Gerrit Meinke, einer der beiden Bielefelder Spitzen. Sölde mit Frank Kirchhoff für den grippekranken Gral und ohne den gesperrten Florian Gotha. Bei Bielefeld fehlte Andreas Ridder ebenfalls wegen einer roten Karte. Freistoß Sölde, Fehler in der Bielefelder Abwehr und Thomas Schneider mit seinem 9. Saisontor. 0:1 nach 11 Minuten. Das war natürlich die kalte Dusche für die Arminia, die jetzt hinten aufmachen musste. Brückner. Hier mit einem schönen Solo. Und Uli Gähler mit seiner ersten großen Torchance. Für Söldes Trainer Ingo Peter lief eigentlich alles nach Plan. Bielefeld zwar offensiv, aber immer wieder Ballverlust im Mittelfeld und die rächten sich. So wie hier nach 25 Minuten. Plötzlich steht da Frank Kirchhoff frei vor Wolfgang Kneipp. Und Frank Pullmann trifft per Nachschuss zum 2:0 für Sölde. Wolfgang Kneipp, der am Mittwoch 39 Jahre alt wurde, zum zweiten Mal geschlagen. Nur 6 Tore hatten die Bielefelder bislang in der laufenden Saison insgesamt kassieren müssen. Jetzt lagen sie schon 0:2 hinten, aber die Arminia griff weiter an. Eckball war Bände. Und aus dem Gewühl trifft Dirk Konerding, einer der beiden Manndecker, zum 1:2 Anschlusstreffer. Nur eine Minute nach dem zweiten Tor der Gäste. Jubel auf der Alm und wieder nur 2 Minuten später erneut ein Eckball. Martin Kollenberg, der zweite Bielefelder Manndecker, köpft ein zum 2:2 ausgerichtet. Eine tolle Aufholjagd der Arminia und bei diesem Spielstand blieb es auch bis zur Pause. Nach dem Seitenwechsel hofften die Zuschauer auf ähnlich turbulente Szenen, doch stattdessen gab es je eine Zeitstrafe und viele, viele Fouls. Hier ein Freistoß für Bielefeld. Die Gastgeber jetzt klar überlegen. Frank Geideck bringt herein und der Kopfball von Gerrit Meinke. Das war eine der wenigen hochkarätigen Chancen der zweiten Hälfte und auch die letzte Möglichkeit hatten die Gastgeber. Kollenberg ist das über die rechte Seite. Dann eine Flanke von Kapitän Dirk Otten, aber sowohl Lothar Waldeck als auch Thorsten Köppe verpassen. Es blieb schließlich beim 2:2 unentschieden. Für den Tabellenführer aus Sölde ein überaus glücklicher Punktgewinn.